eine Lehre sein. Na schön. Ich bringe dein Schlamassel in Ordnung. Jetzt bin ich dran. Thank you.
eine Sackgasse! Der Weg in die Einöde führt durch diese Kanalisation. Wir haben bereits zu viel Zeit verschwendet. Standhalten.
Na schön. Ich bringe dein Schlamassel in Ordnung. Thank you.
werde nicht versagen. Yeah.
Muss ich denn alles allein machen? Zum Kampf!
Bloß noch ein umherstreifender Waffenhändler? Ich bin wieder genesen.
kehren meine Kräfte zu langsam zurück. Ich wage machen. Mir zum Kampf! Thank you.
Marissa. Ich bin hier für eure Seele, Verräterin. Leider werde ich sie noch brauchen, Baron. Dann bringen wir es hinter uns. Nicht weiterkämpfen. Doch du wirst heute nicht triumphieren. Keles Sulis. Wir haben es geschafft. Vorwärts! In der Einöde wird er uns nicht erwischen. Solche Macht, sogar ohne Essenz zu kanalisieren. Was hat Grenze nur entfesselt? Wir müssen die Essenz der Toten noch einmal durch den Seelentiegel kanalisieren. Wir müssen weiter gehen, als wir bisher gegangen sind. Wir müssen stärker werden. Einöde, Heimat der brutalen Krieger der Sura-Clans und ihrer dämonischen Diener. Als Söldner, die den Krieg mehr als Silber zu schätzen wissen, waren die Sura-Dämonenzähmer zu Zeiten des Garolianischen Kaiserreichs maßgeblich für seinen Schutz verantwortlich. Alles, was sie tun müssen, ist die Sura als Armee anzuheuern. Es wäre Lady Mara ein leichtes gewesen, mit Gorgok eine Übereinkunft zu treffen. Der Messerfeder-Clan verachtete seine gleichberechtigten Sklaven, die Ishkai, und trachtete danach, an ihnen Vergeltung zu üben. Würde Gorgoks Armee zur Schmelzwasserbastion marschieren und an diesem strategisch wichtigen Punkt den Sieg erringen, wäre das der Untergang für das Ishkai-Bündnis. Unterdessen beobachteten die alten Rivalen der Messerfedern, die Rotrauch-Sura, das Geschehen aus der Ferne. Die Entmachtung des Bündnisses muss für all jene Clans, die die Ishkai einst versklavten, wie Gerechtigkeit wirken. Dennoch sind die Ishkai vielleicht unsere einzige Hoffnung, um Mara und die Pentanera daran zu hindern, die alleinige Macht zu erlangen. Es sei denn, in den vergessenen Gräbern von Garulia würde eine uralte Waffe wiedererlangt werden. Wir haben es geschafft! Du hast überlebt. Gut. Euer Zauber hat funktioniert. Ich konnte mich befreien. Großartig. Unsere Situation ist gefährlich, aber nicht ausweglos, denke ich. Du hast uns als Schachfigur benutzt. Im Gegenteil. Eine Schachfigur ist austauschbar. Ihr seid weitaus wichtiger. Wer ist dieser alte Mann? Grenze, ein Magier, der uns geholfen hat. Bislang. Aber man kann ihm nicht trauen. Naja, zumindest war ich ehrlich, was mein doppeltes Spiel angeht. Hm?
Wir haben viel zu bereden. Ihr habt euch gut geschlagen. Besser, als ich mir vorgestellt hatte. Welche Artefakte kennt ihr, die den Tiegel beschädigen können? Die Sura-Clans kanalisieren Essenz ähnlich wie die Pentanera, mit etwas, das sie Mondkelch nennen. So wird aus einem Surakai ein Sura-Krieger und aus einem Krieger wird ein Elite-Krieger. Aber sie werden sich nicht freiwillig von einem davon trennen. Er ist die Basis ihrer Clan-Existenz. Ich muss mit meinem Bruder Korschak sprechen. Vielleicht kann er uns helfen. Sein Lager liegt nördlich von hier, in den Rotrauchbergen. Stellt eure Fragen. Was hast du mit mir gemacht, als du mich beschworen hast, Magier? Ich habe dich ohne Pakt beschworen. Ein, gelinde gesagt, gefährliches Unterfangen. Du verbirgst etwas vor uns. Du bist nicht wie andere Dämonen, die ich studiert habe. Ein Verschlinger paktiert mit der ersten Seele, die er fängt. Du solltest keine solche Limitierung haben. Also leitete ich deine dämonische Essenz ab, damit du genug Platz für viele Seelen haben würdest. Du hast mich meiner Macht geraubt. Oh nein, weit davon entfernt. Du kannst mächtiger sein als jeder Dämon, der je gelebt hat. Doch deine Macht liegt in deiner produktiven Natur. Je mehr Seelen du beschaffst, desto größer wirst du. Ihr müsst Fragen haben. Wie erhalten wir jetzt noch einmal Zugang zum Tiegel, nachdem wir entdeckt worden sind? Lass das mein Problem sein. Wenn ihr einen Mondkelch beschafft, finde ich einen Weg, ihn in den Seelentiegel zu bringen. Mir ist immer noch nicht wohl dabei, euch zu trauen, Kränze. Eine rationale Antwort unter diesen Umständen wäre, dass ich zum Glück nichts gewinne, wenn ich euch verrate, sondern alles verliere. Was möchtet ihr mich fragen? Haben die Rotrauch-Sura bereits mobil gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Sie halten sich zurück, um zu sehen, wie sich die Messerfedern gegen das Ishkai-Bündnis schlagen. Der perfekte Zeitpunkt, unsere alten Feinde zu treffen. Wir können die Kontrolle über die Region erlangen. Und vielleicht im gleichen Zug den Mondkelch der Messerfedern erbeuten. Stellt eure Fragen. Du solltest uns gehen lassen. Eine letzte Sache noch. Valkarin hat euch gefoltert, nicht wahr? Habt ihr Schmerz empfunden? Folter ist nie angenehm. Doch ich bin ausgebildet, ihr zu widerstehen. Was ist mit dir, Dämon? Hast du Evias Schmerz gefühlt? Ein entferntes Echo des Leids, nicht mehr. Verstehe. Ich schätze, wir hatten Glück, dass Valkarin seine Befragung nicht weiter verfolgt hat. Wenn ihr einen Mondkelch beschafft habt, trefft mich beim verlassenen Orakel. Dort werde ich auf euch warten. Für ein Versteck gibt es doch sicherere Orte? Im Gegenteil, seit das Orakel geflohen ist, wurde es häufig durchsucht. Dort gibt es nichts mehr zu finden. Wer würde einen flüchtigen Magier an einem Ort ohne strategischen Wert suchen? Ich werde warten. Ich wünschte, er würde mich lehren, wie das geht.